Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Überlebender. Ja, und ich spiele auf Zuschauerwunsch mit den Perks Hartem Nehmen, Beharrlichkeit, Unbeugsam und Seelenwächter. Ja, und ich spiele hier eine laufende Tomate, ne? Das finde ich ganz lustig an diesem Prestiged Ace-Skin, ne? Der ist so total rot, voller Blut, aber wenn man sich genau anschaut, ne? Wenn man sich jetzt hier seine Brust anschaut, ne? So sein Hals, da ist kein Blut. Ne, so sein Halsanfang, überall kein Blut, allerdings alles andere wäre, als wäre er in einem großen Tomatensupftopf gefallen. Tomatensoßentopf, so meinte ich das. So, und ja, wir ziehen erstmal den Gen durch, ne? Okay, wir spielen gegen eine Krankenschwester. Mit Ochi, mit, sag schon, verschiedenen Dingen, ne? Zack, haben wir nehmen. Ich spiele gegen eine Krankenschwester mit Ruin, ne? Das wollte ich sagen. Ruin ist natürlich immer so eine Sache. Oh, das war ein Fehler. Beziehungsweise kein Fehler, aber das kann ich ja auch nicht riechen, dass sie da plötzlich langkommt. Au, ich dachte, sie kann nicht mehr schlagen. Mist. Okay, hoffentlich schaffen die beiden dort hinten den Gen noch. Ich höre bei ihr... Jetzt höre ich keinen Herzschlag mehr. Sie spielt mit Tüftler. Die haben den Gen dort hinten auf 70%. Sie guckt auch in die Richtung. Sie wird gleich dorthin blinken. Hoffentlich schaffen sie den Gen noch, bevor die Nurse da ist. Nee, sie blinkt nicht dahin. Sie blinkt wo ganz anders hin. Sie hat nicht mal Barbecue, oder? Ja, aber sie hat auch keinen Terrorradius. Vielleicht hat sie es nicht mitbekommen, dass das Ding ausgeschaltet ist. Aber wo ist sie denn hin? Okay, komisch. Zum Perkbild an sich, siehst du, Hartem Nehmen war nicht im Perkbild mit drinnen, ne? Es war ein Perk deiner Wahl. An sich war nur Beharrlichkeit, Unbeugsam und Seelenwächter mit drinne. Das ist ein Perkbild, der ziemlich krass darauf ausgelegt ist. Also zumindest diese drei Perks unterstützen mich sehr stark darin, wenn ich wenn ich auf dem Boden liege. Mit Unbeugsam kann ich aufstehen, mit Beharrlichkeit kann ich kriechen und recovern. Mit Seelenwächter bekomme ich, wenn ich vom Liegen wieder aufstehe, sozusagen ein kleines Schutzschild. Ne? Außerdem sorgt Seelenwächter dazu, dass ich, ich bin von einem Totem betroffen und dank Seelenwächter kann ich deswegen unbegrenzt oft wieder aufstehen. Also an sich eine ziemlich coole Idee, wenn der Killer sluggt. Ich denke, meine Nurse, die ist vielleicht eher mal so unterwegs, dass sie mal sluggt. Darum denke ich mal, vielleicht kommen die Perks zur Anwendung. Ich dachte mir, vielleicht passt Hartem Nehmen noch ganz gut dazu, ne? Wenn ich mit Seelenwächter geschützt bin und aufstehe, ne? Bin ich jetzt ja, glaube ich, nur für so 6 Sekunden oder so etwa. Und wenn sie mich dann schlägt und dann wieder jagt, ne? Dann hätte ich im Zweifel noch das Hartem Nehmen, um davon zu kommen, ne? Ich habe leider auf Ace nur Beharrlichkeit auf Level 1. Ich wollte aber unbedingt Ace spielen, darum habe ich jetzt Ace genommen. Ne? Aber Beharrlichkeit auf Level 1 sorgt einfach dafür, dass man halt, ne, der Unterschied zwischen 1 und 3 ist, dass man halt ein bisschen langsamer kriecht. Und ich denke, das steht der Idee nicht so sehr im Wege. Ne? Also wir ziehen den Gen durch. Dorthin wurde jemand aufgehangen von der Nurse. Okay, also keine Ahnung, ob sie muss mit Tüftler spielen. Zumindest ist sie ja direkt, hatte ich ja dann keinen Herzschlag mehr. Ne? Also Tüftler-Ruin ist eigentlich aus meiner Perspektive ziemlich sicher auf ihr. Ich kann mich irren, ja, aber ich bin mir ziemlich sicher. So, wir ziehen den Gen jetzt einfach durch. Jetzt dürfte sie ihr Herzschlag verloren haben. Ich hoffe mal, dass die Person dort hinten auch gerettet wird. Am besten von der gesunden Person. Die Gesunden sollten immer retten gehen. Die Besessenheit wird aber auch nicht gejagt. Also könnte auch die Besessenheit gehen, aber wo, wenn die jetzt am Haken stirbt. Ne? Das ist halt auch das Problem, wenn man mit Randoms spielt und sich nicht absprechen kann. Ich habe keine Ahnung, ob jemand da ist. Ich sehe, eine gesunde Person ist noch am Leben. Und niemand geht retten, ne? Und ich bin hier am anderen Ende... Oh, da wurde super knapp gerettet. Und ich bin hier am anderen Ende der Map, mache einen Generator, sie hat Ruin. Es wäre halt blöd, wenn ich hingehe, ne? Gerade wegen Ruin. So, ich könnte jetzt das Totem machen. Wahrscheinlich hat sie Ruine und Sterblich mit dabei. Aber ich denke mir, die Zeit habe ich jetzt nicht. Ich mache jetzt einfach schnell die Gens, ne? Gerade gegen eine Krankenschwester bin ich da besser beraten, wenn ich jetzt einfach die Gens durchziehe. Oh, hat die mich gesehen? Psst, Ace, psst, Ace, Ace, psst. Okay, perfekt. Ah, jetzt hat sie mich gesehen. Sie kann mich nicht gesehen haben. Ich gehe an den anderen Gen. Da habe ich natürlich die Zeit dort an dem so ein bisschen verplempert.
Gut, gehen wir an den anderen und machen den hoffentlich fertig. Aber ja, wie gesagt, gegen Krankenschwester, ne, bin ich am liebsten schnell mit den Gens durch. Weil Jagden gegen eine Krank, gegen eine gute Krankenschwester, die macht dich sofort sehr schnell in der Jagd platt. Ne? Darum denke ich mir, okay, wir ziehen am besten die Gens durch und geben ihr damit weniger Jagden. Einfach um schneller durchzukommen. Ne? Das ist so meine Überlebensstrategie. Eigentlich die Strategie gegen jeden Killer, ne? Aber gegen Krankenschwester erst recht. Auf Gens konzentrieren, damit sie eigentlich zu schnell töten kann. Ne? Aber ich finde der andere, der, ich glaube Felix, der dort gejagt wird, der macht das sehr gut. Denn die jagt ihn ja jetzt schon weichen. Wenn sie ihn überhaupt noch jagt. Sie hat abgelassen. Na toll. Das finde ich nicht sehr toll. Oh, ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, mein HDM wäre zu früh gezündet gewesen. Sie hätte mich theoretisch noch treffen können. Was mich halt gerettet hat, war nicht die kurze Unsterblichkeitszone durchs HDM, sondern die Tatsache, dass ich an einem anderen Fleck dann plötzlich stand, ne? Und sie darauf nicht so schnell reagieren konnte. Sie lässt auch von mir ab. Hier unten wurden schon die Gens gemacht. Ich würde eigentlich... Okay, wir haben dort oben einen Gen und wir haben in diesem Hinterland dort hinten einen Gen. Einen beim Steinkreis und einen, an dem ich gerade gearbeitet hatte. Alle Gens recht nah beieinander. Ach, herrje. Haben wir uns jetzt wieder getweet-gent. Also haben wir jetzt wieder hier die 3-Gen-Strategie sozusagen offengelegt. Ärgerlich. Das Blöde ist natürlich, ich will da auch nicht so richtig reinlaufen. Weil ich natürlich auch verletzt bin und gegen eine Krankenschwester da natürlich halt, ne, sehr viel schneller klein gehe. Okay, sie geht wieder nach oben. Die geht jetzt einfach nur ihre 3 Gens hier ab. Sie hat Ruin, sie muss uns einfach nur kurz wegjagen, ne? Dann gehen die Gens von alleine wieder zurück. Ich hau hier ab, denn sie kommt wieder her. Und Ruin wurde zerstört. Sie spielt nicht mit Ruin unsterblich. Das war das erste Totem, was gekracht hat. Ich versteck mich einfach, ne? Ich hau einfach ab. Der Felix hat das vorhin schon so gut gemacht. Psst, Ace. Sei ruhig, Ace. Perfekt. Sie blinkt hoch. So, hallo, Kate. Mein HDM ist auch gleich wieder bereit. Ist so gut, ne? Eigentlich bisher nutze ich nur HDM, ne? Aber ist halt so. Jagt sie noch den Felix? Ne, sie jagt jetzt den Tab. Ich hau hier ab. Wechselt sie das Ziel? Ich setze mich jetzt an den Gen. Immer weiter arbeiten. Sie hat jetzt vielleicht den Gen dort hinten halt mehr im Blick, weil der schon bei der Hälfte ist, ne? Den Gen vergisst sie dafür vielleicht. Jemand anders sitzt vielleicht auch oben, ne? An allen Punkten, wo man Druck machen kann, Druck machen, ne? Überall arbeiten. Einzige Problem natürlich ist, dass ich verletzt bin. Aber ich habe noch hart im Nehmen. Das gibt mir sozusagen ein extra Leben. So, einfach weglaufen, so viel Distanz zwischen mich und die Krankenschwester bringen. Oh, okay, ich hätte das hart im Nehmen nicht mal zünden müssen. Jetzt habe ich es natürlich auch nicht mehr. Mist. Die anderen heilen sich erstmal. Okay. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Dann halten sie noch länger, wieder länger durch in den Jagden. Problem ist halt, dass keine Schwester wieder sehr schnell verletzen kann. Okay, dann gehe ich. Ich versuche mal an dem hier oben zu arbeiten. Ich meine, der dort unten ist super weit. Aber da ist jetzt auch die Nurse. Und dadurch, dass ich verletzt bin, nehme ich mir da lieber den sicheren. Der ist auch nicht sicher, aber den Gen, an den sie vielleicht jetzt am wenigsten denkt, weil die beiden dort unten sind recht nah beieinander. Also den Gen, den sie auch nicht so wirklich sieht, ne? Okay, sie hat wieder. Sie jagt immer nur kurz, ne? Verletzt mal. Aber konzentriert sich dann auch wieder auf ihre Gens, ne? Wir heilen uns. Also unser Team heilt sich. Ich muss gar nicht hier runter. Ach man, da kam ich nicht wieder hoch. Aber gut, ne, in dem Fall denke ich mir, ich verplemper jetzt zwar jetzt Zeit, ne? Ich bin da runtergefallen, ne? Verplemper da jetzt bestimmt, keine Ahnung, 10 Sekunden, 10% Gen-Fortschritt, ne? Dies, das. Aber ich denke mir, klar, ich verplemper Zeit. Allerdings lebe ich dafür auch noch, ne?
Boah, der macht das gut. Die haut da oft daneben. Geht sie ihm weiter nach? Ja. Okay, dann kann ich weiterarbeiten. Hallo, Chat. Wir ziehen einfach durch. Sie hat jetzt den Felix dort unten geschnappt. So, den Gen haben wir gleich. Also sie hat auf jeden Fall Ruin-Thanatophobie. Vielleicht hat sie noch Noad oder sowas. Keine Ahnung. Wäre mir aber egal, weil ich eh verletzt bin. Und das Gute ist, dadurch, dass ich verletzt bin, habe ich auch noch mein Hard abnehmen, ne? Nein. Gut, wir müssen. Den mussten wir durchziehen. Sie hat keinen Noad. Sie hat den Tap gerade geschlagen. Sie kehrt so ein bisschen zum Haken zurück. Ich habe leider keine geliehene Zeit. Sie hat Tap geschnappt. Hallo Felix. Zack. Flieh. Und er hat Atre. Perfekt. Hallo Kate. Heilen. Heilen oder laufen? Heilen, okay. Wird mir das schon wieder fast zu heiß? Ja. Lauft. Nurse hat... Nurse ist, ne? Oh nein, jetzt hat sie die Kate geschnappt. Nurse natürlich, ne? Die hat die drei lehrbaren Perks, ne? Ruf einer Krankenschwester, Tana und was war es noch? Stridor? Aber auf der Krankenschwester macht auch Ruf einer Krankenschwester mit am meisten Sinn. Das Perk ist auf der Krankenschwester unglaublich stark. Aus dem Grund... Ja, weiß ich nicht, da heile ich mich nicht so gerne, wenn sie in der Nähe ist. Eigentlich, ne? Ich dachte mir, okay, wir ziehen das jetzt hier alle schnell durch. Aber naja, so, und die hängt dort ganz hinten im Keller. Ich wollte einfach jetzt zum Tor schnell. Oh nein, und hier ist auch schon der Felix. Ich habe aber keine Lust, retten zu gehen. Nicht gegen eine Krankenschwester im Keller. Oh nein, aber ich muss. Muss ich vielleicht nicht, weil ich höre Herzschlag. Muss ich vielleicht doch, weil ich höre keinen mehr. Oh nein, was soll ich nur tun? Ah. Wo ist sie? Gerade vor mir irgendwo. Ja, ich habe halt auch keine geliehene Zeit, ne? Na, und ich suche nur die Umgebung ab. Den kriege ich. Das war wirklich die oberste Zacke ihrer kleinen Knochensäge. Die mich da erwischt hat. Was? Frechheit. Okay, ich schau hier ab. So, Nurse, die ist... Okay, es wurde gerettet im Keller. Und jetzt kommt mein Purple zum Einsatz, ne? Unbeugsam, Beharrlichkeit. Und im Zweifel hätte ich noch den Seelenwächter, ne? Mich kann man nicht schlagen, ich bin unschlagbar. Schade, dass Ruin weg ist. Das könnte Seelenwächter doppelt triggern. Ich weiß nicht, ob ich auf 99% bleiben sollte. Ja, nee, ich mach mich voll. Jetzt bin ich zu, jetzt klemper ich zwar im Grunde Seelenwächter, aber ich denke mir, lieber bin ich schneller beim Tor, als es dann irgendwie auf Krampf super spannend zu machen. So, hallo Kate. Komm, wir heilen uns. Du heilst mich, weil ich mag geheilt werden. Und dann heile ich dich. Und dann können wir mal schauen, ob wir vielleicht den Felix nochmal irgendwie für den noch blocken können oder sowas. Nochmal so ein bisschen am Ende helfen. Ne? Zack. Boah, hätte sie mich da nicht geslackt, ne? Das wäre echt schief gegangen. Aber hey, zum Glück. Zum Glück haben wir dieses Perk-Bild mit dabei. Wir können jetzt leider nicht nochmal geslackt werden, weil unbeugsam weg ist. Okay, ich mach auf. Ist mir dann doch zu heiß. So, vielleicht ist der Felix bei der Falltür oder so. Ich lasse mich nochmal rausschlagen. Oder sie lässt sich nochmal schlagen. Komm, gib mir auch noch einen Hit mit. Danke. So, geben wir dem Felix vielleicht nochmal ein, zwei Sekunden mehr, die er braucht, um ein Tor aufzumachen oder zur Falltür zu laufen oder sonst was, ne? So, wir sind raus. Mal schauen, was macht der Felix? Der ist im Schrank. Ah, er ist wahrscheinlich sogar in der Nähe. Ja, er ist direkt beim Tor. Okay, perfekt. Und er kommt auch raus. Wunderbar. So, schönes Ding. Perfekt. Gute Runde. Nurse hat auch gut gespielt, hat es spannend gemacht. Aber wir kamen nochmal davon, ne? Hart im Nehmen hat mir auch sehr geholfen. Jetzt hat es immer mal geklappt. Good game, well played. So, wir haben einen Pip gemacht.
Und das waren Killer und Überlebende, ne? Was hatte sie dabei? Sie hatte tatsächlich Stridor, Tanner und Ruf einer Krankenschwester plus Ruin noch mit, ne? Na gut, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!